Ja, hallo liebe Dartsportfreunde, grüß euch zum Darts Café und dem Thema Brass, also Messing Darts. Ich persönlich bin kein Freund, aber auch kein Feind von Brass Darts. Ich wusste nicht mal, was der Unterschied ist. Das ist ein echt fettes Ding. Diese vor allem dicken Klopper. Hallo. Einfache Frage, einfache Antwort. Der Sport hat sich weiterentwickelt. Nein. Das heutige Thema möchte ich einmal beleuchten, warum meiner Meinung nach das auf jeden Fall keine guten Darts für Einsteiger oder Anfänger sind. Und Unterschiede zwischen Messing- oder Tungsten-Darts gibt es in der Tat viele. Darauf will ich hier ein bisschen eingehen. Zum einen, ganz ehrlich, finde ich Brass Darts einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich habe hier ein paar Beispiele auf dem Tisch. Ihr seht es auf der Kamera. Hier ein Dartset, das ist eine Replika von einem sehr, sehr alten Dart, so wie man sie früher gespielt hat. Wie ihr seht, das ist ein sehr, sehr dickes Barrel mit minimalem irgendwie Griffprofil drauf. Das ist hier Chrom-Nickel oder hier solche Messing-Darts. Beide mit einem ordentlich dicken Durchmesser und das in einer Zeit so um 1937, ich sag mal rund 1940. Jetzt ernsthaft, willst du als Darts-Anfänger auf dem Niveau von 1940 anfangen? Also was das Material und die Griffprofile anbelangt. Und darum glaube ich, sind die Darts hier auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Natürlich hat sich der Dartsport entwickelt und findet immer mehr Anhänger. Damit kommen aber leider auch immer mehr solcher Brass, also Messing-Darts, auf den Markt. Und die meisten davon erkennst du sofort schon an dieser typischen Farbe. Und dann wird sich aber oft nicht mal Mühe gegeben. Auch die Griffprofile sind wirklich anno Tufting. Dieser typische kreuzähnliche Griff mit mal mehr oder weniger Rillen, weil anders geht's bei dem weichen Material nämlich nicht. Und damit es dann optisch einfach ein bisschen schöner oder hochwertiger aussieht, werden die Dinger halt lackiert. Sowohl dieser schwarze als auch dieser Naturfarben, ne? Das sind jetzt so zwei Highlights aus dem Darts Adventskalender. Also angeblich. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, anno Tufting zu spielen. Dazu in der Regel wirklich die billigsten Schäfte, die es irgendwo gibt. Entweder wie hier Aluschäfte, das kommt nämlich auch diesem dicken Barrel, was da nach hinten verschlankt wird, ganz gut. Weil es gibt standardisierte Gewinde, die haben nun mal einen gewissen Durchmesser, aber Aluschäfte sind von Natur aus auch hinten schlank und werden dann dicker. Und darum bildet das zusammen mit solchen Brass-Dart-Bomben halt eine halbwegs schöne Linie, was sich halt vor allen Dingen auf Produktbildern auf Internetseiten ganz gut macht, weil man da die Größendimensionen ja nicht so sehen kann. Wenn du aber mal genauer auf den Übergang zwischen dem Barrelende und dem Schaft achtest, dann wirst du sehr oft auch Darts finden, die hinten richtig eine Kante, eine Abstufung drin haben. Ja, neuer Tag, anderer Dress. Daran merkt ihr es. Und ich habe es im Editing gemerkt, dass ich verschiedene Szenen leider mit dem Fokus auf dem Dartboard, aber nicht auf mich abgedreht habe. Aber dafür habe ich jetzt die Gelegenheit, auch nochmal einen Teil hier mit einzubauen, nämlich was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Brass und Darts aus Tungsten mit einem Wolframanteil. Und dazu lasst man den Blick hier auf meinen Tisch schweifen. Auf dieser Seite hier habe ich Tungsten-Darts. Und zwar hier einen mit 22 Gramm, einen mit 23 und mit 24 Gramm. Auf dieser Seite optisch bereits schon zu erkennen die Messing-Darts. Und optisch eben nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen des dickeren Durchmessers und oft längeren Wurfkörpers, wir nennen es Barrel. Und das können wir jetzt einmal direkt vergleichen. Ich nehme mal hier den 22 Gramm Dart von Winmo und einen 22 Gramm Vertreter aus dem Brass-Darts-Lager. Diese beiden Steel-Darts haben dasselbe Gewicht, bestehen aber aus unterschiedlichem Material. Während der Tungsten-Dart hier 6,3 mm im Durchmesser misst und der Wurfkörper, also das Barrel, 51 mm lang ist, brauche ich bei Messing, weil es ein Material mit viel weniger Dichte ist, um aufs gleiche Gewicht zu kommen, schlichtweg mehr Material. Hier ist das Barrel 55 mm lang und 8 mm im Durchmesser. Das heißt, bei gleichem Gewicht sind Messing-Darts schon mal deutlich dicker in der Regel und oft auch länger. Dazu kommt, ein weniger dichtes Material bedeutet auch weniger hart, also haltbar. Wenn ich also Brass-Darts immer wieder mal aneinander oder aufeinander spiele, nutzt sich hier das Material viel, viel schneller ab und wird damit auch schneller unansehnlich. Das kann und wird dir bei solchen Tungsten-Darts nicht passieren. Denn Tungsten hat annähernd die Dichte von Gold, ist also ein sehr hartes und haltbares Material. Darum wird es auch komplett anders verarbeitet, was dann auch schon mal einen höheren Preis rechtfertigt im Vergleich zu wirklich billig zu produzierenden
Messing-Darts. Und da gibt es ja Dartspieler, mich eingeschlossen, die gerne so um 23 Gramm Darts spielen. Wie etwa hier den Gabriel Clemens von Target. Spieler-Darts habe ich ein separates Video gemacht, kosten zum Beispiel 34 Euro, kann ich definitiv empfehlen. Oder diese Legend-Darts. Ich habe dafür mal 26 Euro bezahlt und die wiegen zum Beispiel 24 Gramm. Das ist ein Gewicht. Auch Darts-Profis wie der amtierende Weltmeister Bully Boy Michael Smith spielen gerne 24 Gramm Tungsten-Darts. So, bei diesem speziellen Kollegen hier ist das Barrel insgesamt 53 mm lang und 6,5 mm im Durchmesser. Und wenn wir uns jetzt hier mal im Brass-Darts-Lager umschauen, was denkt ihr, welche dieser Brass-Darts kommen wohl auf das Gewicht von 24 Gramm? Die waren ja schon 22 und sind bereits länger und dicker. Die anderen beiden Kandidaten hier, und das ist der dickste aktuell, ja, die wiegen gerade mal 19 Gramm, sind also noch leichter als die da, weil das Barrel an sich ist kürzer, also weniger Material, weil es eben noch Schraubspitzen hat. Kürzer bei Messing bedeutet, da muss es umso dicker sein. Darum sind die hier auch 9 mm dick, aber bei gerade mal 19 Gramm. 24 Gramm, 19 Gramm. Jetzt stell dir mal vor, hier müssen noch 5 Gramm dazu. Dann bist du vermutlich bei der Länge von so einem Brass Dart und gefühlt dann nochmal doppelt dick, weil die sind dann gerne 10 bis 12 mm fett, muss man dann schon sagen. Denn dann ist so ein Brass Dart auch noch dicker, als ein Doppel- oder Triple-Feld hoch ist. Und das wird dann in der Tat schon zu einem Thema, wenn du da mal wirklich Scoring üben möchtest oder enge Gruppen spielen. Okay, damit ist der Unterschied wohl deutlich klar zwischen Messing-Darts und solchen aus Tungsten. Also Brass-Darts für Einsteiger. Welche Pro-Argumente gibt es denn jetzt? Die sind verhältnismäßig leicht, aber dafür lang und dick. Die Griffprofile oder Designs, die du so findest, sind meistens, ehrlich gesagt, oldschool. Das Material ist weich und damit spielt sie es schnell runter. Das gilt auch für solche Beschichtungen. Wobei meistens, das ist halt in Farbe getaucht oder lackiert und ist auch nicht lange haltbar. Das heißt, die Dinger sehen relativ zügig unansehnlich aus. Und darum ernst gemeinte Frage, aus welchem Grund sind Messing-Darts jetzt optimal für Darts-Anfänger geeignet? Jetzt hört man von vielen, der Preis. Denn Brass-Darts sind günstig. Okay, und das lasse ich in Teilen gelten. Aber bleibe ich kurz bei dem Argument, was man oft hört. Hey, wenn du mit Darts anfangen willst und noch nicht weißt, ob das was für dich ist und ob du länger dabei bleibst, dann gib halt nicht so viel Geld aus, dann hol dir möglichst günstige Brass-Darts. Okay, reden wir über ein Preissegment zwischen 5 bis 15 Euro. Und jetzt gehe ich mal rüber in den Fußballbereich. Ich kriege jetzt Bock zu kicken, vielleicht überlege ich am Wochenende mich mit Kumpels regelmäßig zu treffen oder gar einen Verein einzutreten und sage jetzt also, ey, ich brauche einen Fußball, ich will ein bisschen trainieren, aber nicht viel Geld ausgeben, wer weiß, ob ich es wirklich mache. Also hole ich mir einen Fußball für 12 bis 15 Euro. Steht eine Marke drauf, irgendein Bundesliga-Logo, ist aus Leder mit Nähten, Gummiblase, Fußball halt, rundes Ding, kannst du kicken, oder? Na eher nicht. Und das kennst du womöglich noch aus deiner eigenen Erfahrung oder sogar Kindheit. Erstens, billiger Fußball ist in der Regel leichter als ein Mittelklasse oder Fußball, der halt wirklich gespielt wird. Geringeres Gewicht heißt bei so einem Billigfußball, dass der auch viel schneller ins Flattern kommt. Also kontrollierte Pässe oder Flanken eher nicht. Dazu ist das Springverhalten von solchen Bällen oft schlechter, damit also auch die Ballkontrolle. Und wenn so ein Ding noch aus Leder ist und Nähte hat, den ballerst du zwei, dreimal an den Pfosten oder die Latte, dann gehen die auf. Bei bisschen feuchter Wiese oder Herbst, Winter, wenn du da mal spielst, saugt sich das Ding voll, wird also immer schwerer. Und aufgehende Nähte heißt auch, das Ding fängt zu eiern an, die Blase guckt womöglich raus und hast du eine Birne. Und damit kommt dann also Spielspaß und totale Ballkontrolle auf. Damit lernst du nichts, außer dass du einen Blödsinnsfußball gekauft hast und Geld für etwas ausgegeben, was du eigentlich in die Tonne schmeißen kannst. Und jetzt mal rüber zu Brass Darts zwischen 5 bis 15 Euro. Ernsthaft, glaubst du, dass du jetzt als Anfänger mit solchen Darts ein richtig tolles Spielgefühl am Dartboard kriegst? Und auch wenn die nett aussehen, weil sie irgendwo mal in Farbe getaucht wurden, glaubst du, das ist ein vernünftiger Lack oder so da drauf? Aber selbst wenn der unbearbeitet, also blanko ist, spiel den gerne mal ein paar Stunden oder ein paar Tage. Messing hat die Eigenschaft zu korrodieren mit deinem Handschweiß, wenn du ein bisschen feuchtere Finger hast, sogar umso mehr. Dann werden sie stumpf, sehen umso schneller unansehnlich aus und deine Fingerchen riechen wunderbar nach Messing. Also dies aus meiner Warte in Bezug auf günstige Brass Darts. Wobei, auch da kannst du tatsächlich teure kaufen, haben aber trotzdem die Nachteile der Billig-Brass Darts. Darum sage ich ja, kauf dir lieber irgendwas bei 30, 40 Euro, einmal gar nicht mal so viel mehr ausgegeben und von Anfang an die richtige Lernerfahrung mit dem richtigen Material.
Es gibt in der Tat günstige Messingdart-Angebote. Eins, was ich persönlich gar nicht mal so übel finde, liegt genau hier. Und ihr seht es vielleicht schon an dem Schriftzeichen am Rand. Es kommt direkt aus Japan. Das habe ich vom Tito-Shop aus Japan und es wird da explizit als Einsteiger-Brassdart-Set beworben. Kostet 818 Yen. Das waren umgerechnet, ich glaube, 5,30 Euro sind das. So, und dafür ist in dem Set Messing Barrel. Was ich hier aber ganz gut finde, ist, das ist kein durchgängig dickes Messing Barrel, sondern es verschlankt sich nach hinten und hat hier hinten dann so ein Ringgrip-Profil. Und das ist einerseits gut für die Orientierung als Anfänger und zum anderen ist es eben nicht durchgängig 10 mm dick, sondern halt 9, 8, 7 und hinten sind es dann 6 mm beim Schaftübergang. Und irgendwo zwischen diesen 8 und den 6 mm hast du in der Regel auch Darts, die aus Tungsten sind. Also hier kannst du dich im Prinzip schon an den typischen Durchmesser von normalen höherwertigen Tungsten Barrel gewöhnen. Vom Preis her mit 5 Euro, was habe ich gesagt, rund 30, günstiges Set. Ich kriege Ersatzspitzen aus Kunststoff, es waren auch sogenannte Conversion Points dabei, also solche Steel Dart Spitzen, weil es hier vorne ja ein Schraubgewinde gibt, kann man jetzt also auch diese Spitze austauschen und theoretisch damit dann ebenso auf dem Sisal Dartboard spielen. Nochmal ein Satz Schäfte mitgeliefert und das ist sogar eine Marke und zwar die Condor Zero Stress. Ebenso dabei war hier, das ist zwar keine Darts-Tasche, aber immerhin nochmal ein nettes Ding. Also als Einsteigerpaket wirklich für einen schlanken Taler. Und hier kommen wenigstens noch Dinge dazu, wo ich sage, okay, für das Geld ist es für mich durchaus eine sinnvolle Zusammenstellung. Nehme ich das mal beiseite. Sai Life, das ist hier bei Amazon einfach preiswert bestellt. Das ganze Ding kommt halt auch in einem Set. Das sind solche Brass Darts, die auf den ersten Blick ganz nett aussehen. Haben aber auch wieder den uralt klassischen Nerd Grip. In der Mitte wenigstens ein bisschen schlanker, dass hier eine Orientierung für die Finger gegeben ist. Also so gesehen nicht ganz so dick. Haben auch entsprechende Conversion Points drauf, dass man damit Steel Darts spielen kann. Naja, und hinten so eine Art Shaft Flight System, aber eine Billig-Plastik-Variante. Es ist soweit ein Komplettset. Immerhin ist hier auch direkt so ein Hardcase mit dabei, um die Darts zu verstauen mit so einem Karabinerhaken. Das Ganze kam, glaube ich, auch nicht mehr als 10 Euro. Einfach mal Preiskategorie. Denn jetzt geht's los, wo ich meine, da müsst ihr aufpassen und da wird es auch langsam unverschämt. So, wenn du ein bisschen vielleicht auf meinem Kanal unterwegs warst, dann hast du auch gesehen, ich packe gerade Darts Adventskalender aus. Das Format heißt 3 Kalender, ein Türchen. Und hier sind so Kalender von zum Beispiel Dartsturm oder McDart dabei. Und in diesen Kalendern gibt es auch, hey, wen wundert's, solche Messing-Darts. Und eins der Highlights soll zum Beispiel dieses Dart-Set hier sein, von Red Dragon, Peter Wright, immerhin Darts-Weltmeister, also Markenname, bekannter Spieler. Freust du dich? Und jetzt passt allerdings auf, dieses Dart-Set habe ich noch nicht mal ausgepackt. Und wenn man es umdreht, auf den ersten Blick, wirkt es ja ganz schön. Zweifarbiges Barrel, sieht irgendwie griffig aus. Und jetzt kommt aber so eine Eigenschaft von Messing. Diese Darts sind noch nicht mal ausgepackt und noch nicht mal gespielt und laufen bereits an. Das siehst du vor allen Dingen hier hinten am Schaftübergang. Wenn ich die jetzt mal aus der Verpackung hole, dann sage ich dir, die Flights sind ehrlich noch das Schönste daran. Bisschen näher in die Kamera kannst du sehr schön sehen, wie die Dinger hier hinten bereits stumpf sind. Denn Messing-Darts korrodieren. Und das ganz ohne, dass ich sie jemals angefasst habe. Und jetzt kannst du mal gerne googeln und schauen, was so ein Peter Wright Snakebite Brass Dart Set kostet. 20 Euro zahlst du jetzt für dieses Dart Set. Und willst du mir echt sagen, dass sich das jetzt hier erstens hochwertig für mich anfühlt, wenn ich schon mit so angelaufenen Darts auf dem Board spielen soll? Zweitens, seht ihr hier die Treppenstufe vom dicken Barrel in die eigentlich schlankeren Schäfte? Drittens, das sind wieder die billigsten Schäfte, die es gibt. Die haben nämlich die hauchdünnen Aluringe, die sich sehr gerne sofort runterspielen. Ja, und viertens, 20 Euro, das ist das Ding nicht wert. Also allein vom Material nicht. Oder glaubst du etwa, dass wenn ich das jetzt für 20 Euro als neu in eBay oder so reinstelle, jemand bereit wäre, genau diesen Preis dafür zu zahlen? Ich meine, die sind ja neu. Nagelneu sogar. Mit Originalverpackung. Und wenn du aber denkst, ey, 20 Euro für so ein Set ist echt teuer, dann kann ich leider nur sagen, aus meiner Sicht, schießt eine Bude wie mein Dartpfeil den absoluten Vogel ab. Denn hier hatte ich auch mal was geordert, seither kriege ich regelmäßig schöne Newsletter-Werbung. Ging dann im Juni schon los mit einem auf DHL gebrandeten, superschnellen Pfeilset. Okay, das ist halt eine Marketingaktion. Zusammen mit DHL hat man irgendwie sich gedacht, hey, da bringen wir einen Brassdart raus. Was daran allerdings limitiert sein soll, bleibt bis heute ein Geheimnis und gefühlt hat er sich offenbar auch nicht so dolle verkauft, denn wir haben es ja mittlerweile Dezember
Ich kann den immer noch kaufen und bei dem Preis muss ich mich ehrlich gesagt lieber erstmal hinsetzen. Denn 34 Euro für ein Dart aus Messing finde ich absolut überteuert. Das ist kein anderes Messing als diese Darts hier haben oder jene Darts aus dem anderen Adventskalender. Oder auch dieses Doppel-Weltmeister-Set, wie ich es hier schon habe, wo auch nochmal Gervin Price Darts neben den Peter Wright Darts waren. Sind alles Dartsbomben, weiche Messing, wenn du die regelmäßig spielst und die hier mal aufeinander gehen. Allein schon durch den Handschweiß, zusätzlich noch durchs Aufeinanderballern, korrodieren die Dinger, spielen sich ratzfatz runter und sehen innerhalb kürzester Zeit nicht mehr so aus, wie ihr sie hier seht. Und das sind für mich eben auch so Beispiele, dass erstens nach meinem Dafürhalten, das sind einfach Oldschool-Darts. Da nimmt man aber gerne irgendeine Marke, eine schöne Verpackung mit einem Spielerbild drauf und treibt damit den Preis in die Höhe. Wert sind sie es meiner Meinung nach nicht. Und gerade auch solche unbeschichteten oder nur teilbeschichteten Messingdarts, die kannst du nicht mal als Deko hinstellen, obwohl einige ja ganz schön aussehen, weil sie, wie gesagt, von alleine korrodieren. Da bist du denn eher schon ein bisschen besser beraten und das auch nur noch mal zu dieser Preisrange hier von 20 bis 34 Euro für ein Set Darts. Von Elmar Paulke habe ich über 180 hier auch ein Brass Dart Set. Das ist für mich einfach wirklich so ein Hinstellschmuckding. Hier habe ich eine Checkout-Karte drin, wenn ich mal Checkout-Wege wissen möchte, kann ich was nachlesen. So, hier drin habe ich aber 1, 2, 3, eigentlich 4 Brass Darts, die habe ich hier gerade beiseite gelegt. Die zumindest mal durchgängig beschichtet sind. Dabei habe ich hier auch noch 4 unterschiedlich designte Flights und das Ganze jeweils 2-mal. Denn ein Set habe ich auf diesen Darts hier zum Beispiel schon drauf. Das heißt, das sind immer 6 Flights in einem Design. Hier ist sogar noch so ein kleiner Schleifstein mit dabei, um die Spitzen anzurauen. Also für mich Preisargument zweischneidiges Schwert. Weil ja, es gibt durchaus preisgünstige Brass Darts, 5 bis 10 Euro. Wie gesagt, mehr würde ich nicht bezahlen. Aber es gibt eben auch Angebote, die deutlich teurer sind und damit auch in Preisregionen von wirklich schon vernünftigen Tungsten-Darts, aber mit sehr, sehr vielen Nachteilen aus der Brass-Dart-Welt. Auch so ein Brass-Dart wie dieser hier. Optisch erstmal schön, durchaus vernünftig irgendwie verarbeitet. Aber Griffigkeit? Kaum. Sehr, sehr rutschig durch die Beschichtung. Fühlt sich überall gleichförmig an, so wie du mal leicht schwitzige Finger schon kriegst. Rutscht dir so ein Dart durch ohne Ende. Okay. Da spürst du zwischen Daumen und Zeigefinger wenigstens so ein bisschen was, da kannst du dann vielleicht werfen. Und es kann ja auch durchaus klappen. Ich habe ja nicht gesagt, dass man mit Brass Darts nicht eine 180 werfen kann oder ein High Finish checken. Denn prinzipiell, die fliegen, die stecken im Dartboard, die lassen sich durchaus auch gruppieren, wenn man es dann kann. Aber, was ist da nun, wenn du so einen Brass Dart hast und hast dich dran gewöhnt? Hast jetzt wirklich Spaß am Spiel gefunden? Du merkst, du brauchst vielleicht doch jetzt ein bisschen mehr Grip oder willst mal was anderes ausprobieren? Na und was machst du jetzt? Gehst also wieder in den Laden, sagst, hey, ich habe jetzt mit Brass Darts gespielt, ich komme ganz gut klar und jetzt hätte ich aber gern vernünftige Set Darts. Wird jeder sofort sagen, natürlich, dann Tungsten. Und die gibt es auch zu einem guten Preis. Aber selbst im Preisbereich bis 35 Euro hast du eine Auswahl aus mehreren Griparten und Formen und Gewichten. Und wenn du dich da dann entschieden hast, Gratulation, jetzt kannst du nach meinem Dafürhalten im Prinzip wieder von vorne anfangen zu lernen. So ein Tungsten Dart wird in der Regel jetzt ein paar Gramm schwerer sein als deine bisherigen Brass Darts. Er wird vielleicht sogar einige Millimeter schlanker sein als deine bisherigen Darts. Das Barrel wird kürzer sein. Der Schwerpunkt, der Balancepunkt wird woanders liegen. Das fühlt sich tutti kompletti anders an. Es wirft sich anders, es fliegt anders, es steckt anders. Der einzige Vorteil, den du jetzt hast, dass du vielleicht vorher mit Brass Darts gespielt hast, ist der, dass du dir jetzt bestimmte Standardbewegungsabläufe schon mal antrainiert hast. Nämlich wie du stehst, wie du grundlegend zielst und wie du so ein Dart aufs Dartboard bringst und nicht etwa in die Wand oder einen Teppich oder sonst wohin. So, und darum sehe ich ehrlich gesagt für mich eben keinerlei Vorteile darin, warum ich auch als Darts-Anfänger oder Neuling überhaupt Brass Darts in eine nähere Auswahl nehmen sollte. Aber wie gesagt, kann jeder machen, wie er will. Und nach meinem Dafürhalten gibt es sogar 2 Brass Dart-Arten, wo ich sagen würde, die machen in ihrer Form sogar Sinn. Und da muss ich mal hier kurz aus dem Bild wandern. Das sind einerseits nämlich diese Trainings-Brass Darts, die bewusst schlank und leicht gemachten Brass Darts, ADTS von 180 zum Beispiel. Die sind nämlich so leicht und so dünn, dass du dafür einen sauberen Release und einen vernünftigen Wurf trainieren musst. Die helfen dir also einfach, besser zu werden beim Aufwärmen, wenn du dann danach auf deine üblichen schlanken Darts gehst,
wirst du merken, du hast einfach gleich einen deutlichen Zug drauf und du wirst sauber releasen. Macht für mich Sinn und die kosten ja auch nicht mehr als ein Zehner. Oder aber von Loxley gab es zumindest auch mal die Cousin Brass Dart Serie. Auch mal beim Zehner los, inzwischen sind wir glaube ich bei 13 oder 14 Euro. Aber diese Serie zeichnet sich eben dadurch aus, dass du verschiedene Formen und Griffarten ausprobieren kannst, die aber ähnliche Maße und Durchmesser wie schon Tungsten-Darts haben. Dafür sind sie halt deutlich leichter. Das liegt nun mal am Material. Aber hier ist der grundlegende Gedanke, einfach mal so ein Feeling kriegen, so initial mal ausprobieren. Welche Art von Barrel-Durchmesser, Barrel-Form oder Grip-Art könnte mir potenziell liegen? Wenn du dann 2, 3 von diesen Loxley Cousins Sets holst, bist du irgendwo bei 35 bis 40 Euro. Dann hast du schon 3, 4 durchprobieren können, bevor du dann einfach besser weißt, ob du dir für 35 bis 40 Euro, manchmal auch 55 Euro, das ist so die gute Mittelklasse, dann eben ein Dartset für dich holst. Wobei, wie gesagt, hier sehe ich einfach das Thema, da hast du dann auch schon 2, 3 durchprobiert, mit derselben Thematik wie alle Messing-Darts. Die spielen sich runter, die werden unansehnlich und wenn du die neu für 13 Euro gekauft hast, dann wirst du die zu dem Preis nie wieder los. Und letzten Endes will so abgegrabbelte Dinge auch wirklich niemand mehr haben. Und das ist eben immer der Vorteil von Tungsten-Darts. Das ist einfach ein hochwertiges, haltbares Material mit einer Dichte so hoch wie die von Gold. Und deswegen sind da auch filigrane, aber auch sehr krasse Griparten möglich, die da reingefräst werden und die einfach auch haltbar sind und bleiben. Darum wirst du auch auf eBay Kleinanzeigen oder auf Darts Bazaar oder wo auch immer auf Tauschplattformen immer wieder auch Angebote finden, wo Leute Tungsten-Darts untereinander tauschen oder mal gebraucht anbieten und die lassen sich dann entweder mit einem Cookie-Dent-3-Phasen-Gebissreiniger oder einfach auch in einem Ultraschallbad sehr, sehr gut und einfach wieder reinigen und dann sehen die in der Regel eigentlich aus wie neu. Ich finde, Brass Darts braucht heutzutage wirklich keiner mehr. Aber wie gesagt, das ist ja nur meine Wahrnehmung und persönliche Meinung. Und um die Kaffeerunde abzurunden, habe ich noch ein paar Darts-YouTuber und Spieler gefragt und blende euch das hier einfach mal unkommentiert mit ein. Ich persönlich bin kein Freund, aber auch kein Feind von Brass Darts. Ich muss sagen, als Einsteiger-Darts finde ich sie akzeptabel. Vor allem, wenn man sie meinetwegen manchmal dazu geschenkt bekommt zu Sets oder so, sind die dabei. Und ich finde, mit Darts kann man gut anfangen. Wenn man aber kompetitiv spielen will, wollen oder möchte, dann finde ich, ist das vollkommen logisch. Da sollte man meiner Meinung nach nicht in irgendeinen Spieler-Brass Dart investieren, der zwar vielleicht schön und ansehnlich ist und auch einen Namen natürlich hat, aber für euch selbst ist das meiner Meinung nach nichts. Dementsprechend würde ich davon abraten. Alleine, wenn man schon bedenkt, dass, ich weiß gar nicht, Target oder so, gibt es ja solche Reihen, die haben für 10, 15 Euro zahlt er mehr und hat da wesentlich mehr Qualität. Ob es jetzt 80% oder 90% Tungsten sind, ist ja erstmal vollkommen nebensächlich, aber ihr habt ein besseres Ergebnis mit Tungsten-Darts. In meiner Dart-Karriere habe ich noch auf einer E-Dart-Scheibe mit Brass Darts gespielt. Ich hatte damals kein großes Wissen über Darts und wusste nicht mal, was der Unterschied ist zwischen Brass Darts und Tungsten Darts. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt und mit meinem heutigen Kenntnisstand würde ich mir keine Brass Darts mehr als Anfänger kaufen, sondern gleich zur Tungsten-Variante gehen. Das war einfach ein Grund, denn man bekommt die Tungsten-Darts heute schon für einen Preis von 20 bis 25 Euro und ist damit gar nicht mal so über den Preis eines Sets Brass Darts. Der Qualitätsunterschied, den man hier aufgrund des Materials bekommt, ist aber schon immens. Tungsten-Darts sind zum einen aufgrund des Materials nicht so dick. Ihr kennt das ja, diese vor allem dicken Klopper, wo man wenig Platz hat in den Trippeln. Das ist als Anfänger natürlich noch nicht so ein großes Thema, denn man wird natürlich nicht gleich von Anfang an 180er werfen und viele enge Gruppen. Aber wenn man beispielsweise sehr talentiert ist oder wenn man eine Weile spielt und besser wird, dann könnte man schon merken, okay, ich habe jetzt hier 2 Darts im Trippel, aber da ist nicht wirklich mehr Platz. Ich muss jetzt hier das Feld wechseln und mit Tungsten-Darts ist dieses Problem weniger vorhanden. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich damals, hatte ich glaube ich Barney Darts gehabt und es gibt natürlich auch noch andere von Michael van Gerben, von Gervin Price, die sind dann in sehr schönen Verpackungen, kommen die daher, sehen sehr schick aus, aber sind natürlich eher günstig produziert und häufig haben die so eine Beschichtung drauf, zum Beispiel von Van Gerben, hatte ich ja mal welche auf meinem Kanal vorgestellt, die waren so schwarz mit grünen Elementen, mit einer grünen Beschichtung und diese Beschichtung lösen sich sehr schnell ab und die sehen dann relativ schnell nicht mehr so gut aus wie am Anfang.
Bei Tungsten-Darts ist das Material da oft ein bisschen hochwertiger, die Beschichtungen halten länger, auch die lösen sich natürlich ab, aber nicht so schnell wie bei günstigen Brass- bzw. Messing-Darts. Deshalb geht meine Empfehlung ganz klar in Richtung Tungsten-Darts. Das würde ich jedem Anfänger empfehlen. Sollte man sich als Anfänger Brass-Darts kaufen? Einfache Frage, einfache Antwort: Nein. Als Anfänger sollte man sich meiner Meinung nach auf keinen Fall Brass-Darts kaufen. Ich habe hier einen in der Hand und das war mein erster Dart und ich bereue es nicht, dass ich diesen Dart jetzt hier noch rumfliegen habe, weil das ist ein cooles Erinnerungsstück. Allerdings hat er mir das Leben wirklich schwer gemacht. Ihr seht, das ist ein echt fettes Ding. Und wenn ich drei davon versuche ins Triple zu kriegen, dann wird das wirklich schwer. Mit wirklich guten Tungsten-Steel-Darts, die oftmals nur 10, 15 oder 20 Euro mehr kosten, habt ihr erstmal viel, viel langlebigeres Material. Ihr habt viel mehr Spaß, die halten länger und die sind auch viel, viel schmaler und ermöglichen euch so viel, viel schneller die erste 180. Also vergesst diese Brass Barrels hier und kauft euch direkt einen vernünftigen Tungsten-Dart. Ja, und damit möchte ich die Darts-Café-Runde zu Brass-Darts schließen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vor allem all jene, die jetzt auf dieses Video gestoßen sind, gerade weil ihr vor dieser Entscheidung steht. Was nehme ich denn jetzt zum Darten? Was empfiehlt sich da? Schreibt aber auch sehr, sehr gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Auch die erfahrenen Hasen, wie hat es bei euch angefangen? Wart ihr auch einige Zeit auf Brass-Darts und seid dann umgestiegen? Würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Wer noch nicht den Abo-Button gedrückt hat, kann das gerne tun. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.